So, meine Lieben, ich habe gesagt, heute kommt noch ein neues Video. Okay, es ist zwar schon der nächste Tag, aber okay, ich habe halt lange gesucht. So, also euer Gamer Stossi hat lange gesucht und was Schönes gefunden für die Konsole. Echt genial gemacht. Und ich muss ihm jetzt schon sagen, derjenige hat es echt in sich gehabt. Aber ihr werdet selber sehen. So, hier sind wir wieder schön, ganz weit hinten. Dann gehen wir mal hier durch und ja, gehen mal Richtung Park. So, und da sind wir auch schon. Hier sind wir in der Ride the Movie. Ist das richtig? Ja, Ride the Movie. Wie gesagt, den Park findet ihr auch in Frontier im Shop hier drin. Er hat halt seine Leute verewigt. Hier könnt ihr halt, wenn ihr eine PS5 habt, auch den Park von seinem Kollegen mitnehmen. Und auch angucken und ein Like geben auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier in den Park. Er ist echt hammergenial. Ich habe mir einmal schon angeguckt und ich habe gedacht so, wow. Also, hier sind wir im Park. Ich würde diesmal sagen, ja, wo gehen wir lang? Wir gehen jetzt immer links rum. Dann wir gehen jetzt einfach mal rechts herum. Gucken wir uns aber ein bisschen um. Also an Shops grenzt hier natürlich auch nichts. Das ist halt auch echt wichtig. Da habt ihr das Monster gesehen. 20.000 Meilen unter dem Meer war es, glaube ich. Ja. Da könnt ihr dann halt hier gucken. Gut, dieses Stuff Only, klar. Wie gesagt, hier hat man dann halt so kleine Filmszenen. Finde ich aber gut gemacht. So. Wie er dann da rauskommt und die Leute nur spritzt, schon geil. Allein der Sound ist schon heftig. So. Gut, jetzt sind wir hier hoch. Hier knubbelt es sich ein bisschen. So, und ja, ihr lest richtig. Back to the Future. Da gehen wir aber später hin. So. Ich würde jetzt erstmal sagen, ja, ihr seht halt auch noch Batman, Harper. Ja, also ein bisschen gemacht, sage ich jetzt mal. Und hier gehen wir in den Bereich Indiana Jones. Alles selbst gemacht, habe ich mir jetzt schon mal geguckt. Und ja. So, hier haben wir The Expedition. Was ich halt geil finde, er hat halt alles hier geschrieben. Wann kam der Film? Das ist halt der erste Indiana Jones, die Expedition 81 von Spielberg. Saugeil gemacht. Ich überfliege die jetzt aber mit euch. Es ist jetzt nichts Großes. Fahren jetzt einfach im Wagen. Da ist einfach so ein bisschen Szene, die hier gesetzt worden ist. Wie ihr seht. Noch ein paar Schlangen, die halt ein bisschen giftig werden. Ne? Hier haben wir einen, der gräbt hier so ein bisschen nach den Sachen. Nach dem Gold. Ist halt schön gemacht. Also, wenn wir noch Nil fährt. Klar, hier war halt das andere Nilpferd, was da unten drinne hängt. Hoppala. Ach ja, ich und meine Kamera hier. Ja, dann das abgestürzte Flugzeug. Ja, noch den LKW. Ist auch schön geworden. Wir gucken den uns auf jeden Fall nochmal bei Nacht an. Das habe ich mir auch vorgenommen. Ich stelle mir aber gerade noch schnell den Timer ein. Damit ich auch weiß, wann ich jetzt aufhöre. Beziehungsweise ich stimme eine Stoppuhr ist einfacher. So. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, das war es auch dann schon hiervon gewesen. Ich sag mal, Station, ja. Hier hat er sich jetzt trotzdem nicht so viel Mühe gegeben, aber es ist trotzdem okay. So. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal hier weiter. The Temple of Doom. Oder keine Ahnung. So, von Indiana Jones 2, 1984. Direktion Steven Spielberg. Coaster bei Colin Best 2357. So. Also, ich muss schon sagen, ich gehe jetzt extra hier lang. Also, das Ding hat mich echt so weggehauen. Es ist krank. Also, es ist echt heftig gebaut. Für Konsolenverhältnisse saugeil.
Muss ich einfach mal sagen. Die Warteschlange ist halt extrem lang, ne? Da sind sie wieder, diese super tollen giftigen Kobras. Aber es ist nicht so lang wie im anderen Park. So. Und da haben wir dann hier die Station, die auch sehr schön gearbeitet ist. Auch hier, so Detail, alles richtig schön. Und jetzt setzen wir uns direkt mal hier in die Bahn. Ich hoffe, wir treffen jetzt auch direkt die richtige. Jawohl. Und genießt die Fahrt. Halt. So. Okay, das war das Speichern. Aufpassen, dass wir noch erschlagen werden hier. Aber auch geil gemacht. Man sieht nichts von außen. Und schöne Fahrt, muss ich sagen. Oh Gott. Oh, gerade so geschafft. So, das war's auch schon. Aber ich finde die so mega, die Bahn. Also Respekt muss ich echt dafür sagen. Dann gehen wir hier raus. Oh Gott, hier liegt Müll. Das ist nicht gut. Ja, okay. Ja, haben wir hier halt noch, ich glaube, das ist Stuff Only oder was? Keine Ahnung, was das hier sein wird. Ja. Das ist allein nur für die Mitarbeiter. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal noch hier hoch. The Lost Ark. Bin gespannt, wie viele Leute hier drauf gehen. Bin da vorhin mal heruntergegangen, hab die Leute mal ein bisschen. Das hier ist eine extreme Warteschlange. Die ist noch nicht ganz gefüllt. Gut, hier werde ich jetzt nicht mitfahren, aber ihr wisst ja, was halt hier ist, ne? Allein die Thematisierung ist saugeil gemacht, also. Muss schon sagen, Respekt, ne? Eigentlich kommt auch dann hier noch ein Feuer dazu, aber das ist halt jetzt schon wieder Ende. Ich weiß gar nicht, hat jetzt hier wirklich Wasser oder? Nee. Aber schon geil gemacht, also. Das habe ich gedacht, so wow. Ja, und. Also, das war auch schon so gesehen der erste Bereich. Ist halt nicht groß, er hat halt immer ein paar Sachen drinne. Geldautomat und Toiletten, die stinken. Ja, hier würde ich sagen, hauen wir gerade mal ein Personalfuzzi raus. Dann kann man die Klos putzen gehen hier. Macht er auch fein, so ist brav. Haben hier noch einen schönen Aussichtspunkt, den genießen wir jetzt auch mal. Weil, dann seht ihr mal, was uns noch so alles erwägt. Ja, und da hinten seht ihr schon, Back to the Future. Also es ist genial, kann ich nur sagen. Also ich habe gedacht so, wow. Ich mir den ersten Mal angeguckt habe, also komm, nee, den muss ich euch heute noch zeigen. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Was auf der Konsole dann doch machbar ist, hätte ich nie gedacht. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt hier runter. Stargate und Back to the Future. Moin.
Also, ich weiß auch nicht, die Leute. Oh, noch zwei hier hin. So. Halt den See ist halt auch schön geworden. Mit dem Schloss da drin. Oh. Ach, cool. Hier gibt es jede Menge Snacks noch, die man holen kann, ne? Und dann haben wir hier das nächste. Das ist halt so eine kleine Session. Das ist halt Stargate. SG-1. Release 1994 bei R. Emmerich. Keine Ahnung, wie der jetzt genau hieß, weiter. Ich würde sagen, gehen wir mal hier rein. Oh, okay. Die hat gerade eine Wartung. Und gehen wir hier hin. Huch. Okay. Wisst ihr, was ich da mache? Ich spule jetzt gerade eine Runde vor. Bis sie wieder geöffnet hat. So. Und dann gehen wir mal hier rein. Rolling, Ristic Derrière. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, da hinten flog irgendwas. Achso, der ist es, diese Bahn, die da ist. Er hat wirklich auf Sicherheit geachtet. Security Cam. Prepare for your scan. Okay. So, dann gucken wir mal. Ja, hier werden wir einmal durchgescannt. Auch nice. Bzzzp. Einfach ein cooles Goodie für hier drinnen, ne? Was? Protected. Ne, proceed to Stargate. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Da steht ein Einzeltrooper. Hätte man jetzt ein bisschen mehr machen können, aber ich will ja nicht so viel meckern, ne? Ellenlange Warteschlange, die wir eigentlich sogar noch mehr voll machen könnten. Wisst ihr wie? Wie gesagt, die Parks kosten eh nichts. Deswegen verstehe ich nicht, warum man dann hier sagt, okay, hier muss das Geld bezahlen. Brauchen wir nicht. Okay, lass mal bei einem Euro. Hoppala. Sorry immer noch für ab und an für die Führung. Das ist ein Flying Coaster. Gucken wir mal, den jetzt auch noch gerade kriegen, der da hochfährt. Jawohl. Sorry dafür. Das sollte es eigentlich nicht sein. Dann. Gucken wir uns die mal an. Also sie ist auch saugeil. Cool gemacht. Jetzt geht's ab ins Warp. Sind einfach mal im Dunkeln. Ich find's genial. So als würden wir durch diese Stargates durchfliegen. Im Weltall. Saugeil gemacht. So in der Mitte.
Und jetzt sind wir wieder zurück. Also ich finde es geil gemacht. Also für Konsole ist das echt schon Hammer. Also sich die Ideen zu nehmen dafür. Respekt, muss ich ehrlich sagen. Ja, okay, wir warten jetzt nicht, bis wir hier durch sind oder so. Alles müssen wir hier stehen und dann. So, gehen wir natürlich raus. Würde mal interessieren, ob das sich jetzt mehr füllt. Ja. Kostet nur einen Dollar, jetzt wird es auch voller. Ja. Entschuldigung für den kleinen Reim, aber der musste jetzt gerade mal sein. So, jetzt kommen wir wieder hinten hin. Wir wissen, wo wir lang müssen. Ich kürze aber jetzt gerade einfach mal ab. So. So, und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon in den nächsten Bereich. Hier haben wir halt den Lift, ob wir den gleich fahren oder so. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken einfach mal. Also, jetzt gehen wir hier weiter. Dann kommt halt Back to the Future und Batman. Aber erstmal Hill Valley. 1955. Release 1985. Ja, Zermikis. Gut, hier ist halt jetzt wieder der... Das weiß ich gerade gar nicht. Ja gut, es ist halt eine Tour. Wir fahren sie halt jetzt gerade mal mit. Es ist jetzt keine große Tour oder so. So, können wir es halt umkreisen. Können wir jetzt schön Hill Valley. Er hat halt wirklich. Also er hat es selber gebaut, muss man sagen. Man sieht es halt, ne? Hier bleibt er auch schön stehen. Also. Das ist cool gemacht, ne? Und was ich dazu jetzt sagen muss, liebe Leute, es gibt für die Konsole noch kein DLC. Was jetzt Back to the Future heißt. Also, das gibt es zwar auf dem PC, ja. Aber. Es gibt es nicht auf der Konsole. Und da sind wir ja im Moment. Und dafür finde ich das schon geil. Hier bleibt halt auch nochmal vor dem Stinkewagen stehen, wo der dann, wo der eine dann reinfliegt, sage ich jetzt mal. Schön mit der dampfenden Kacke, dem Mist so gesehen. Cool gemacht. Dann sieht man das auch nur die Turmuhr. Also ich finde es gut gemacht, also dafür, dass es halt noch nichts gibt hierfür, Respekt, wirklich Respekt. Also dem Erbauer muss man sagen, wow. Hier noch so ein bisschen Filmset, haben sich alle ein bisschen verkrochen in die Ecke. Da liegt der Müll rum. Und jetzt kommt das, wovor ich gedacht habe, so, wow. Ihr seht, Patsch. Und er hat einfach mal das selber gebaut. Er hat die Spur einfach mal selbst gebaut. Ich muss echt sagen, Respekt dafür. Es ist geil. Also, ich habe gedacht so, wow. Wir gucken uns das jetzt nochmal richtig an. Moment. So. Ja, Ausgang. Hoppala. Ausgang ging jetzt hier nach hinten raus. Da kommen wir halt zum Lift-Exit. Dann gehen wir auch dann hier raus. So, und wie gesagt, Welcome to Hill Valley. A nice place to live. Ja, muss ich auch ehrlich sagen, Hill Valley. Gut, hier ist halt jetzt nicht dieses Ding in der Mitte, aber... Allein seht euch das hier an. Es ist halt ein Filmset. Und warte, hier kommt es an. Also habt ihr gesehen? Patsch. Und er macht es einfach mal selber. Moment, den will ich jetzt mal neu einstellen. Ich habe jetzt einfach mal Bock dafür. Ja, okay, hier sind wir immer noch nicht. Hier waren wir. Auf jeden Fall, es ist geil gemacht. Also, ist da allein, dass das selber hinzustellen, wie der Wagen dann hier durchgeht und einfach mal hier durchfliegt. Also, da muss ich echt sagen, Hut ab.
Gut, das hat er jetzt falsch gesetzt. Das müsste eigentlich vorne sitzen stehen, aber Wayne. So, dann gucken wir mal hier weiter. Hier hat er noch Hill Valley Middle Fair. Ne, Medieval Fair. Also so ein kleiner Jahrmarkt. Hat er hier einfach mal noch hingesetzt. Und das ist wirklich so ein kleiner Jahrmarkt. Ist halt alles so die alten Sachen aus dem Vintage. Hat er mit hier reingesetzt. Echt cool gemacht. Also ich bin ehrlich hin und weg von diesem Park. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also ich finde es hammergeil. Ja, noch so ein altes kleines Karussellchen reingesetzt. Hier dann noch so ein diesen Spinner. Ich weiß nicht drauf, wie er heißt. Kickflip, glaube ich. Also, das ist schon nice. Muss ich sagen. Also, hier so viel Liebe ins kleine Detail. Bis auf den Müll, da haben wir noch ein paar Probleme. Hier dröhnt irgendwo eine Sirene. Ich lasse mir auch ein bisschen so die Zeit. Es ist halt nicht viel drin, ne? So, und jetzt kommen wir halt zu Batman. Ja, ihr habt richtig gelesen, Batman. So. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel The Cobblepot Manor. Ich denke mal, das ist ein Hotel. Oder? Cobblepot Manor, ja, das ist ein Hotel. Wo die Leute halt dann auch mal hotelieren können. Aber auch schön gemacht, also. Für das, was hier ist. Es ist heavy. Und dann so schön verkantet hier. Und dann frage ich mich. Ja, okay. Er hat noch ein bisschen die Abrundungen hier stehen. Aber es ist rund. Also schön gemacht. Aber dafür halt hier hoch. Also, sorry, jetzt haben wir gar nicht geguckt. Der Pinguin. Hoppala. Da. Der Pinguin. Batman Returns. Release 92 von Tim Burton. Ja, der auch alles draufstehen. Und allein hier selber zu bauen. Also, ich finde das ultra schwer. Bin ich euch ganz ehrlich. Und hat einfach mal hier so einen Flieger hingemacht. Ich weiß nicht, fliegen wir jetzt auch einfach mal mit. Ich hab da mal voll Lust drauf. Oh, was anderes. Ui. Sie hatten, wir haben Zeit. Die Parktouren sollten eigentlich eine halbe Stunde werden. Wir werden mal gucken. Ja, wohl. Komm mal gut mit hin. Ja, okay. Also, solange wir ein bisschen schwindelig. Er hebt halt dann irgendwo noch ab. Jo, jetzt. Ja, haben wir hier den Platz, den ihr von eben gesehen habt. Finde ich nicht verkehrt. Komm, ein bisschen was kaufen, Geld ausgeben. Na, da ist gleich der Ausgang. So, und dann würde ich sagen, guck mal, was haben wir hier als nächstes? Ha. The Dark Knight. Arkham Asylum. Release 2005 bis 2012. Direction C. Nolan. Bridge by. Was steht da? Bergend. Ja. Also die Brücke ist schon übelst nice. Also. Ich das so gesehen habe, so wow. Es ist einfach nur wow. Also. Cool Design der Brücke. Ist halt so gesehen direkt die Warteschlange. Ich habe so gedacht, so, was erwartet mich denn jetzt hier? Arkham Asylum? Jo, ne? Und dann gucke ich hier rein und man sieht einfach mal sowas. Warum nicht? Ne? Also, es passt wohl dazu auch. Ich will jetzt mal was gucken. Ich will jetzt einfach mal die Uhrzeit umschalten. Ist gerade mal danach. Wenn es einfach nur dunkel wird. Und es ist nice. Man sieht das Hirn da drinne. Also schon geil gemacht. Er hat sich halt auch wirklich die Mühe gemacht und ja. Dann haben wir den Ausgang. Die Brücke ist natürlich auch wieder saugeil. Die andere war natürlich besser.
So. Und dann haben wir hier noch was. Die Bathöhle. The Bat Cave. Wir sind noch lange nicht fertig. Also, wenn ihr das denkt, habe ich mir auch so, okay. Ist halt von Batman. 1989, auch von Tim Burton wieder. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hinein. Hier ist wieder kein Schwein drauf. Das wundert mich. Ich verstehe das nicht. Warum haben die alles so hoch? Das ist ja jetzt eigentlich relativ egal. Wie teuer der ganze Spaß ist, ne? Weil Geld haben wir ja hier eh unendlich. Und man ist einfach jetzt mal gerade so in dieser Betthöhle drin. Was ich halt echt geil finde. Also, es ist schon geil gemacht. Man sieht halt, wo die Bahn herfährt. Diese Geräusche, Tropfsteine, dadurch alles schön beleuchtet. Hammer. Mehr kann ich einfach mal gerade nicht sagen. Sehen wir natürlich hier so diesen Kommandostand, wo die ganzen Fledermäuse jetzt hier am Rumflattern sind. Auch cool. Ein bisschen das Wasser hier unten, was sich auch wirklich dann hier durchzieht. So, ich würde sagen, wir setzen uns mal rein und schauen uns das mal an. Erstmal gucken. Nicht, dass wir wieder alles erleben. So, da haben wir ihn. Zack. Also, ich habe gedacht so, wow. Ich weiß gar nicht jetzt, was das für ein Coaster ist. Da dürft ihr mich im Moment auch nicht fragen. Ich bin da jetzt nicht so der Coaster-Kenner. Ich spule es mal eine Runde vor. Na cool, wir haben welche dabei. Sehr schön. Dann kommen die ganzen Fledermäuse auf einen geflogen und man kracht einfach mal nur hier durch. Auch in der Höhle. Ich find's geil. Lässt sich auch schön angenehm fahren. Hoppala. Und ab durch den Wasserfall. Der natürlich vorher ausgeht. Also es ist saugeil gemacht. Also, ich habe gerade so, wuff. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass man so ohne irgendwas groß so viel Geiles erreichen kann. Ich kann es ja gerade immer noch wieder betonen. Ja. So, wir sind noch lange nicht fertig mit Batman, wie ihr gerade gesehen habt. Jetzt finde ich halt auch so geil gemacht. Also, diesen Wasserfall sieht halt echt realistisch aus, wie es hier runterläuft. Plätschert und geht halt dann hier unten rein. Finde ich schon genial. Viewpoint Scarecrow. Ja. Dann gehen wir mal hier hoch. Dr. Crane Psychiatrie. Oh, Psychiater, sorry. Überall diese Scarecrows, sage ich jetzt mal. Wenn Leute nicht wissen, was Scarecrow ist, ist halt Vogelscheuche. Viewpoint. Ach, das ist dann hier. Sag ich jetzt mal, das ist halt der nächste Aussichtspunkt von hier aus. Wo man dann so den Blick über den Park hat.
Schon geil gemacht. Mit der Beschilderung. So, dann gehen wir mal gucken. Hier ist ja halt der Lift, da fahren wir gleich zum Schluss noch mit. Und hier haben wir Dr. Cranes Psychiatrie. Halt, nein, das ist der Ausgang. Ach, da ist der Eingang. Noch so eine schöne Krypta hier daneben, wo man auch dann rein muss. Also die habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. So der unteren Bereich. Aber schon geil gemacht. Also dann diese Gruselmusik. Okay, hier hätte er vielleicht noch ein bisschen was machen können. Hier stehen sie halt alle an dem Haus. Entschuldigung, bin in Eile oder mit Kind. Und dann sind wir hier in der Psychiatrie. Was halt wirklich Thematisierung sau geil ist. Also, da habe ich gedacht so, wow. Die hat er echt top hinbekommen. Und ich würde es jetzt gerne mal noch vorher. Das war jetzt der falsche Knopf. Einfach mal auf abends schalten. Um dieses Ambiente hier reinzukriegen. Oh, es ist einfach nur wow. Ich weiß gar nicht, wie sieht das jetzt hier unten aus? Na gut, hier unten ist halt wirklich stockduster. Aber es ist einfach nur genial. Wir sind die Farm auch jetzt einfach mal im Dunkeln. Weiß ich nicht. Okay, hier das Boot kommt gerade an. Nein. Ich bin so doof. Es kommt halt gerade an, da fahren wir mit dem auch weiter. Also, das ist sau geil gemacht hier. Kommt halt hier rein, man sieht halt. Hier alles spukt und spooky. Da diese beleuchtete Vogelscheuche da mit der Sache drauf. Saugeil. Jo, sitzen alle. Dann würde ich sagen, gib Gas, Jockey. Gib Gas. Bye bye. Ich finde, das gibt im Dunkeln ein richtig schönes Flair. Hat er eine Leuchte in der Hand? Jo, wie geil. Joker? Hä? Das habe ich jetzt gerade eben gar nicht gesehen. Da ist Joker noch dran. Long life the Joker. Ja, wie nice ist das denn? Lang lebe der Joker. Vielleicht sehen wir es auch gleich nochmal besser. Ich würde es mir wünschen. Doch nur dieses Kreuz draufgesetzt auf den Berg. Fehlt halt so ein bisschen die Musik hier, also.
Das ist halt beides so ein bisschen ruhig, ein bisschen schön. Ich glaube, wir sind schon über die halbe Stunde drüber. Jo. Aber es ist mir jetzt mal gerade egal. Ich würde diese Bahn jetzt genau fertig fahren mit euch. Dann haben wir auch alles durch. Und da sieht man es halt. Lang lebe der Joker. Und die lässt sich auch so schön fahren, also da muss man echt sagen, Respekt an ihn. Da sieht man auch mal so schön die Beleuchtung von dort. Oh, ist echt alles hammergeil thematisiert, gemacht, getan. So, da wir jetzt schon ein bisschen über der Zeit sind, spule ich jetzt hier mal vor. Das Ding, da spare ich mir jetzt mal den Lift. Ja gut, da sind wir auch gleich durch. Hoppala. So, ja, schön. Scheiße. Was sind wir denn hier? Das will ich jetzt noch gerade sehen. Das ist echt geil gemacht, also... Cool. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. So. Jetzt gehen wir hier raus. Klar, hier haben wir jetzt noch den Lift. Scheiße, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal von oben so an. Und es ist echt. Wow. Wahnsinn. Wie man sieht. Kommt halt hier oben aus dem Berg. Und wir haben eben gesehen. Hier hinter. Ist hier, nachdem ist hier sogar der See, der auch dann hier drin verschwindet. Und es kommt einfach hier auf der anderen Seite raus. Also, geil. Herr Wally ist natürlich auch schön beleuchtet gleich. Natürlich der Jahrmarkt auch schön gemacht. Also, an Beleuchtung hat er auch wirklich gedacht. Also, kann man sagen, was man will. Ich muss einfach nochmal hier hin. Ich find's einfach nur zu geil. Gut, jetzt kommt natürlich gerade keiner. Ich will mal wissen, wie das im Dunkeln aussieht. Na komm. Aber auch einfach nur cool gemacht. Dass wir im Dunkeln. Respekt. Ja, und hier natürlich das Stargate. Auch alles schön mit der Area. Ach, da oben ist jetzt auch noch einer. Moin. Und ja, so wollte ich das. Die ist natürlich richtig schön voll jetzt. Ja, dieses Tor, dieses Stargate. Ja, und so sieht der Tempel aus bei Nacht. Auch hammergeil thematisiert. Huch. Sehe ich jetzt erst. Da ist auch dann noch eine Sirene dabei. Okay, die fahren wir jetzt gerade nochmal im Dunkeln und dann mache ich aber wirklich aus. Gerade. Hier, der fährt gerade hoch. So, sorry wie ne Mikro. Das war jetzt echt nur nicht meine Absicht. So, dann fahren wir die jetzt nochmal im Dunkeln und dann war es das auch leider schon wieder. Mit dem zweiten Video für euch heute. Ich schaue mich weiter um. Vielleicht finde ich noch so ein paar Hammerparks wie diesen hier. Leider fehlt mir das nötige Kleingeld, um die PS5 zu holen. Wie gesagt, sollte ich sie irgendwann haben. Ich habe schon Parks für die PS5. Die ich dann halt mal sage, okay, wir gucken sie uns mal an. Aber es wird halt noch länger dauern. Leider. Sieht im Dunkeln auch so genial aus. Okay.
Da leuchtet es auf einmal alles rot. Dieser Sound dabei. Hammergeil. Und hier ist es natürlich nochmal extravagant. Cool gemacht. Ja. Einfach nur wow. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Also von diesem Park bin ich echt sehr überrascht. Ach, eins haben wir ja komplett vergessen. Ach, guck mal, hier ein Leuchtturm. Da ist es. Genau das. 20 Meilen unter dem Meer. Release 1905 bei R. Fleischer. Einmal die Nautilus, wie auch immer das Schiff da hieß. Und haben einfach hier diesen Aussichtspunkt, wo Leute schon hingezwungen werden, hinzukommen. Na komm, wo bleibt es? Oder diese Tentakel. Und irgendwann kommt dann einfach dieses Vieh hier hochgeschossen. Da ist er. Und macht euch einfach mal klatschnass, ne? Also, schon nice gemacht. So, ich würde sagen, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da. Und wenn ihr noch mehr davon haben wollt, von so genialen Parks, oder ihr kennt jemanden, der so cool die Parks auch hier gebaut hat, wie jetzt hier, schreibt mir in die Kommentare und lasst, wie gesagt, ich schaue sie mir auf jeden Fall an, weil die Konsole ist ja schon unlimited, was das jetzt angeht. Nur schaut bitte, dass es ein Viererpark ist und kein Fünfer. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, schön, dass ihr da wart und deswegen nochmal einen schönen Einblick hier drauf. Und vielen Dank. Und wie gesagt, Glocke an, nicht vergessen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren und lasst auf jeden Fall ein Like da. Und schreibt mal in die Kommentare, wie euch dieser Pack hier gefallen hat. Also ich bin einfach nur perplex. Bis dann, euer Gamer, Storsi, 1990.